So, Achtung, jetzt habe ich den ganzen Sonntag mit diesem Fall Dingsbums rumgemacht, Jutta. Und habe dann mehrere Videos gemacht, habe über die alles Mögliche geschimpft, über den Feminismus, über die Beamtenidioten und so weiter. Und hab denkt, ich habe mich informiert über das und wo Einheimische gesagt haben, wo der Leichenfundort sei, dann habe ich das Ding da gemacht. Das war auch schon eine gewisse Mühe. Da mit Ausschnitte von dem Video praktisch von Aktenzeichen XY, wie es um 17:45 Uhr da hochgeht, wie es dann die Zeugen gibt. Dann habe ich mich echauffiert, dass die früheren Aktenzeichen, die frühere Fahndung überhaupt nicht mehr aufgetaucht wäre, weil es ist ja sich so gut, also mit dem Schuh haben beide Zeugen was gesagt und so weiter. Und dann gab es auch die Aussage, den Leichenfundort konnte die Polizei für die örtliche Bevölkerung nicht geheim halten. Sie lag an der Böschung rechts der Bundesstraße 47, direkt nach einer scharfen Kurve, wenn man von Lindenfels verlässt, Richtung Gumpen und Reichelsheim. Das wäre das hier gewesen. Aber scheiß drauf, jetzt kommt ein Video, das alles über den Haufen wirft. Das gibt's doch nicht. Mit was für Idioten hat man es denn zu tun? Kann man sich auf gar nichts mehr irgendwie, dass da mal jemand was Vernünftiges bringt? Also jetzt schaut euch das an. Das ist eine Sendung vom Hessischen Rundfunk gewesen. Ich glaube, am Tag nach dem Fund oder so. Schaut euch das an. In einem Waldgelände bei Lindenfels in Kreisbergstraße wurde die skelettierte Leiche eines Mädchens entdeckt. Aufgrund des Zahnschemas und mehrerer Kleidungsstücke. Also erstmal, ich sehe das aus, als ob das eben richtig, die mussten richtig graben hier. Gut, also einen großen Erdhaufen haben sie jetzt hier nicht angelegt. Aber immerhin, das ist was über der Leiche ist, offenbar, so wie es aussieht. Offenbar kommt ja jetzt hier erst die Leiche. Es sei denn, die Polizei hat da was arrangiert für die Öffentlichkeit. Aber ansonsten, wenn die jetzt bei der Arbeit gezeigt werden, dann sind die jetzt eben hier auf die Leiche gestoßen. Und der Hund des Spaziergängers, der hat halt ein bisschen gebuddelt und ist dann so aufs Skelett gekommen. Ja, aber jetzt weiter. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt sichert, dass es sich bei der Toten um die Schülerin Jutta Hoffmann handelt, die seit dem 29. Juni 1986 vermisst wurde. Nach einem Schwimmbadbesuch im Ortsteil Schlierbach hatte die 15-Jährige diesen Und jetzt achtet, ja, achtet drauf. Waldweg nach Lindenfels benutzt. Diesen Waldweg nach Lindenfels benutzt, sagt er. Sie kam jedoch zu Hause nicht an. So, jetzt gehen wir zurück. Da ist praktisch das Schild darunter. Das ist der Waldweg nach Lindenfels, heißt's. So, und jetzt Achtung. Das ist der Waldweg vom Schwimmbad, da hin durch den Wald. Das ist der Waldweg. Und das, was man sieht, ist hier oben praktisch, hier oben der Anfang des Weges. Dazu habe ich eine andere Karte noch, wo die Vegetation nicht so weit ist praktisch und wo man es besser sieht. Also hier unten das Schwimmbad, dann geht der Weg hier so hoch und hier oben ist das praktisch dieser Einstieg. Sozusagen in diesem Weg von da oben. Darunter wird gefilmt. Also, das heißt, Leute, das sind die Sargträger, werden hier gezeigt. Und das heißt, die Leiche war da ganz in der Nähe von dem Weg. Das heißt, so wie sich das Ganze darstellt, wohl darüber. Auf die Seite rüber. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Das ist ja eine ganz andere Situation, weil schaut mal, dort hinten hat es bisher geheißen, sei der Leichenfundort. Das kann ich vergessen, die haben Scheiße geredet, die haben Scheiße geredet, die kostet einen Zeit, die kostet einen Zeit, das dumme Gelaber von den Idioten, alles falsch, das hier sind die Zagträger runter.
Also offensichtlich ganz hier in der Nähe ist das Ganze passiert. Und dann, Leute, ich habe 4 Stunden Video gemacht. Ich habe 4 Stunden, das ist nicht alles umsonst. Aber wenn es in der Aufhänger, der Fall Dings, der Fall Jutta Hoffmann, der sieht ganz anders aus. Versteht ihr? Die Kritik an der Polizei relativiert sich etwas, weil, nochmal, ich habe mich aufgeregt, warum er diese Zeugen von hier, von diesem Parkplatz, beim Friedhof, da gab es so tolle Zeugenaussagen. Jemand hat was in den Kofferraum eingeladen und da hat man denken können, na ja, die haben das Mädel da eingeladen und dann hat jemand den Schuh dort gesehen. Aber wenn das Ganze hier gewesen ist, hier in dem Bereich, denn da die Leiche gefunden wurde, dann gibt es keinen Grund, dass der Schuh des Mädchens zum Dings gekommen ist, zu einem Parkplatz beim Friedhof. Dann sieht alles komplett anders aus. Dann sind die Zeugen tatsächlich nicht mehr so über jeden Zweifel erhaben. Warum soll ein Schuh zum Dings kommen, zum Parkplatz beim Friedhof, wenn das Mädchen da raufgekommen ist und ihre Leiche nachher später irgendwo dort gelegen ist? Das ist doch dann Quatsch, sowas anzunehmen. Dann ist doch irgendwie sofort klar, um was es hier geht. Dann ist doch sofort klar. Ja, dann wurde die gar nicht mit dem Auto transportiert. Versteht ihr? Dann ist das Autokennzeichen von Pipapo, das ist dann alles belanglos. Dann ist es natürlich auch, dann sind auch die zwei, versteht ihr, das ist dann eine richtige Kettenreaktion. Dann sind die ganzen Plausibilitäten plötzlich anders. Aber nicht, dass jemand denkt, jetzt müsste ich mich beim Feminismus entschuldigen. Was ich über den Feminismus geschimpft habe, das bleibt. Ich habe 4 Stunden lang wieder alles zur Sau gemacht. Praktisch die Polizei zur Sau gemacht, die Psycho- und Sozialbranche, die alle habe wieder zur Sau gemacht. Und es bleibt nur, ist das als Aufhänger jetzt hier natürlich nicht tauglich. Das ist, jetzt sieht alles anders aus. Ich habe ja auch die Polizistin hier, die da bei Dings war, der habe gegenüber der, also bei Aktenzeichen, habe ja massiv mein Missfallen ausgedrückt. Nur, das ist auch, sagen wir mal, auf der Basis dessen, was bisher bekannt war, war das auch berechtigt. Aber jetzt schaut euch Folgendes an. Ja, darauf bin ich ja noch gar nicht eingegangen, sorry. Hier, das ist die Fortsetzung von dem Video, versteht ihr? Hier tragen die Sargträger den Sarg unter. Das ist es. Das ist es. Ich muss das mir dann so gegenüberstellen, aber um zu sehen, ist das wirklich der gleiche Weg? Ja, das ist der gleiche Weg. Jetzt schaut. Benutzt, sie kam jedoch zu Hause nicht an. Ganz in der Nähe dieses Weges wurde jetzt ihre Leiche Das gefunden, ist es. von einem Spaziergänger, der seinen Hund suchte. Das ist es, versteht ihr? Das ist es. Das ist eine völlig andere Situation. Grundlegend andere Situation. Grundlegend andere Situation. Nix da, Auto Aschaffenburg. Benutzt, sie kam jedoch zu Hause nicht an. Ganz in der Nähe dieses Weges wurde jetzt ihre Leiche gefunden, von einem Spazier. Wobei, Achtung, ja, es ist nicht so einfach. Das kann schon sein. Nur, sage mal, das kann das Auto von Aschaffenburg eine Rolle spielen. Nur nicht mit der Überlegung, dass eine Leiche dort eingeladen wurde und dass der Schuh dort, praktisch dort, ja, dass der Schuh dort gelegen ist. Es sei denn,
Es sei denn, nee, das kann auch, es kann sein. Es kann folgendes Szenario geben. Also 18:50, 18:45 war sie da auf dem Weg. Dann 18:50 sind die Begegnungen mit der Zeugin gewesen. Und 18:50 kann das dann schon. Ja, 18:50, ja, und dann kann es auch gleich praktisch diese Tat gegeben haben. 18 Uhr Dings, nee, 17:45, 17:45 war es da unten, 17:50 mit den Zeugen. Dann 18:20 kam eine weitere Zeugin, die hat einen Schuh und die Matte, diese Liegematte, Strohmatte dort gefunden. Und dann 18:30 war diese Besichtigung am Parkplatz. Der Parkplatz passt schon zur Tat, nur nicht die Überlegung, dass die Leiche dort war. Man könnte es dann aber auch anders zusammensetzen. Wenn die Täter das Mädchen da reingezogen haben und also von, ich sage mal, das ist eine Strecke von 5 Minuten ungefähr. Das heißt, ob jetzt 18:30 oder 18:35 Uhr, also die hatten, ich sage ich mal, über eine halbe Stunde Zeit für die Vergewaltigung. Ja, dann, sage ich mal, dann könnte das auch so gewesen sein. Die ziehen die da rein, vergewaltigen sie, bringen sie um, dann liegt die dort und die gehen zum Auto. Vielleicht haben sie auch, was weiß ich, einen auf dem Weg zurück, einen der Schuhe gefunden und ihn mitgebracht, dann mal kurz neben dem Auto fallen lassen, weil sie aufgemacht haben, den Kofferraum, und haben nach dem Klappspaten gesucht, den man ja manchmal, habe auch ich schon so meistens dabei gehabt, den Klappspaten im Auto. Und dass man so. Dann könnte es passen. Nur wenn man denkt, die hätten die Leiche in das Auto gebracht. Nee, die Leiche, die wurde nie mit dem Auto transportiert, sage ich mal. Aber wenn die das gemacht haben, praktisch nach dem Spaten gesucht und deshalb im Kofferraum waren, und stellt man sich vor, der Klappspaten ist liegt unter anderem Zeug drunter und die müssen erst ein paar Sachen wegtun, weil der Kofferraum voll ist und dann machen die im Kofferraum rum. Aber man denkt, ha ja, die haben dann die Leiche rein. Nein, die haben nicht die Leiche rein, die haben den Klappspaten raus, weil von Hand so graben, das ist nicht so praktisch. Aber so wird es alles aufgehen. So würde alles aufgehen. Ja, so wird es aufgehen. Also das ist na praktisch eine ganz ja, auf jeden Fall. Das ist dann ja, dann ist es aber auf jeden Fall, ich sage mal, dass die Polizei dann, wenn sie erst gedacht haben, ja, dass das Auto, da ist die Leiche reingebracht worden, dass sie von davon Abstand genommen hätten oder so, von dieser Überlegung, das ist natürlich klar. Aber ja, man kann sie eben auch ganz anders zusammensetzen, wie es eben noch viel mehr Sinn gibt. Ja, das ist jetzt eine völlig neue Situation. Allerdings verstehe ich dann überhaupt nicht, wenn das im Fernsehen gekommen ist,
sogar der Leichenfundort. Wie konnte dann dieser Quatsch so lange sich halten und all dieses dumme Geschwätz über das in dem Fall? Man sieht doch hier, wo die Leichenträger gewesen sind. Damit scheidet doch alles aus, dass da viele Kilometer entfernt irgendwo auf Überland. Das scheidet doch alles aus, wenn die Sargträger direkt hier unterwegs sind. Direkt hier an diesem Weg. An diesem Weg, wo das Mädchen gegangen ist, kommen sie von hier oben runter und werden dann wohl irgendwo da unten seitlich abbiegen. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch Irrsinn. Was für eine Informationslage. Wie hingeschissen das Ganze, wie hingeschissen die Informationen. Ich gebe mir hier Mühe, was Sinnvolles herauszufinden, und die anderen scheißen ihren Blödsinn einfach so in die Gegend. Das ist doch ein Skandal. Jetzt nochmal das Video. In einem Waldgelände bei Lindenfels in Kreisbergstraße wurde die skelettierte Leiche eines Mädchens entdeckt. Aufgrund des Zahnschemas und mehrerer Kleidungsstücke ist die Staatsanwaltschaft Darmstadt sicher, dass es sich bei der Toten um die Schülerin Jutta Hoffmann handelt, die seit dem 29. Juni 1986 vermisst wurde. Nach einem Schwimmbadbesuch im Ortsteil Schlierbach hatte die 15-Jährige diesen Waldweg nach Lindenfels benutzt, sie kam jedoch zu Hause nicht an. Ganz in der Nähe dieses Weges wurde jetzt ihre Leiche gefunden, von einem Spaziergänger, der seinen Hund suchte. Im Sommer 1986 hatten Feuerwehrleute und Hundertschaften der Polizei das Waldstück durchkämmt, ergebnislos. Die Kripo, die von einem Gewaltverbrechen ausgeht, steht vor einem Rätsel. Ja. In einem. Aber der Ort ist eben nicht jetzt hier eindeutig was zuzuordnen. Gelände bei Lindenfels im Kreis Bergstraße wurde dies. Das ist ja jetzt kein typischer Wald mehr. Das sind ja eher. Da im Hintergrund eher Obstbäume, das ist ja eher, da ist es noch schon noch Walduntergrund mit viele Blätter, aber dort hinten, da ist ja so viel Grün, das ist ja schon eine Art Wiese. Eine Streuobstwiese oder was? Das da sieht aus, als ob es ein Zaunpfosten wäre, aber eben nur einer hier. Eines Mädchens. Das ist seltsam. Weil man sieht schon mal immer wieder etwas, wo man jetzt sagen kann. Moment. Da diese blühenden, weißblühenden, was, Kirschen oder Pflaumen oder Äpfel oder. Das könnte. In einem Waldgelände bei Lindenfels in Kreisbergstraße wurde die skelettierte.
Straße wurde die skelettierte Leiche eines Mädchens. Also das ist ein Obstbaum. Obstbaum, Obstbaum. Skelettierte Leiche eines Lindenfels in Kreisbergstraße. Das sind hier schon ein paar Obstbäume am Stück. Wurde die skelettierte Leiche eines Mädchens. Ja gut, das sind ja jetzt auch viele Jahre dazwischen, sage ich mal. Aber grundsätzlich würde es schon passen. Das sieht eher nach Wiese aus. Das sieht nach Wiese aus. Und das sieht hier ein Weg. Nochmal wie ein Weg aus da, oder? Und das auf eine Fahrspur, oder? Ja, also da könnte es auf jeden Fall gewesen sein. Dann wäre die nie im Fahrzeug gewesen, ja. Und dann sagen die zwar nicht, dass sie DNA-Fortschritte haben, aber blond und blauäugiger Täter, das ist DNA, das ist DNA-Ergebnis. Aber, also meine Kritik ist jetzt, hat sich jetzt etwas abgeschwächt, weil der Irrsinn der Polizei nicht, also ein Fehler machen ist das eine und völligen Irrsinn treiben ist das andere. Ich sage mal, die Polizei durfte ja, wie ich denken, dass die Leiche ganz sicher jetzt nicht zum Auto gebracht wurde. Und das Thema, sie haben was verladen ins Auto. Das hat wahrscheinlich die Zeugin gebracht. Die Zeugin hat halt gesehen, die waren am Auto und dann hat die sich das so zusammen gedacht, ja, da haben sie wahrscheinlich die Leiche reingebracht. Und das ist halt dann, wäre falsch gewesen. Sie wären dann am Auto gewesen, weil sie den Spaten aus dem Auto holen. Weil die laufen ja nicht immer mit dem Spaten rum. Dann, so würde das Ganze aufgehen wieder. Dann habe ich den ganzen Tag, den ganzen Sonntag praktisch hier umsonst analysiert, sage ich mal, bis ich auf dieses Video gestoßen bin. Ja, aber auch der Schuh des Dings, Mädchens, macht nur Sinn, wenn sie den eben, sage ich mal, entweder als Souvenir mitnehmen wollten oder sie beim Rückweg, als sie den Spaten holen wollte, praktisch auf den Schuh gestoßen sind und ihn dann einfach zum Auto mitgenommen und dann halt so hingeworfen erstmal und dann hat sie die Zeugin gesehen. Das könnte natürlich sein. Dann würde man trotzdem wieder bei diesen Typen rauskommen. Dann würde man trotzdem wieder bei diesen Typen rauskommen. Dann gab es einen Zeuge, der hat einen Schrei von einem Mann gehört. Das wäre dann eben, wenn man das Opfer bedroht, bitte aber ruhig oder so.
Und dann gab es um 18:30 Uhr diesen, ja, aber der Schrei, der war dann später. Der Schrei war später, das heißt, vielleicht wurde sie gewürgt, für tot gehalten, aber sie kam wieder zu sich. Und als die dann mit dem Spaten bei ihr waren, dass sie dann zum Beispiel erst geschrien hat. Solche Sachen sind möglich. Ja, gut, was bedeutet das jetzt für die Aufklärung? Wo die Leiche gefunden wurde, das weiß die Polizei ja. Das ist ja etwas, wo ich mich jetzt damit befasse, aber das ist ja eigentlich nur, weil ich es nicht weiß, sage ich mal. Muss ich auch noch versuchen, das rauszukriegen, sozusagen, bevor ich mich dann um die eigentliche Aufklärung kümmern kann. Also, was kann man dann aus dem letztlich praktisch rausziehen für die Aufklärung? Ja, dass es, sage ich mal, man muss schauen, was passt wirklich, womit hat sich ein Zeuge irgendwie diskreditiert oder kam einfach raus, dass er sich, dass es der falsche Zeuge ist, dass er lügt oder verdreht oder sich gar nicht mehr erinnern kann und so weiter, Dummschwätzer ist. Man muss dadurch, dass man sich von der Überlegung verabschieden muss, die Täter hätte denn die Leiche da gerade ins oder die bewusstlose Frau in den Kofferraum gebracht. Das ist abwegig, das kann man vergessen. Dann stellt sich die Frage, ja, was haben sie dann im Kofferraum gemacht? Ja, da eben den Spaten holen. Das macht Sinn. Und dann sind nämlich die zwei Typen wieder im Fall drin, dann ist die Überlegung, dass sie die Täter sind, eben weiter relevant und der ganze Scheiß von der Polizei und meine Kritik daran, ja, dann ist meine Kritik an der Polizeischeiße eben doch berechtigt. Ja, dann muss man einfach sehen, klar, die sagen jetzt, sage ich mal, der Täter hat so braune Haare oder irgend sowas gehabt, war halt jetzt nicht hellblond. Aber ja, und wenn die aber DNA gefunden haben, dann stellt sich die Frage, ist das wirklich die DNA des Täters? Weil die hatten ja nur Knochen und ein paar Kleidungsstücke. Wenn es jetzt irgendwelche Haare nur sind, ist es eben möglich, dass es gar nicht der Täter ist und die Haare also ohne den Verbrecher dorthin gekommen sind. Wenn es natürlich, was weiß ich, ja, Unmengen Sperma wäre oder so, dann könnte man schon davon ausgehen, dass das vielleicht mit dem Tat zu tun hat. Ja, das ist jetzt eben offen. Das ist jetzt eben offen. Aber ja, ich sage mal, was ich hier, sage mal Richtung Aufklärung tatsächlich vielleicht beitragen kann, oder wo ich dann richtig liegen könnte, ist, dass man alles, was man weiß, irgendwie unter einen Hut bringen kann. Und dass die einfach ein bisschen blonder waren, wie es die Zeugen angegeben haben, und eben ein bisschen weniger blond, sage ich mal, als die aus der DNA ableiten. Also ich denke, da geht es nur um eine Tendenz, sagen wir mal, blond und blauäugig, arischer Typ. Mich hat man auch mal. Ich hab mir auch mal die DNA untersuchen lassen, und dann hat man bei mir festgestellt, also ich habe Verdacht gehabt, ich sei Jude, wegen meinem Namen,
Und da kam aber raus, dass mein Vater das zwar vom Balkan da unten, aber letztlich sind die Vorfahren die Schiene von meinem Vater sind laut dieser DNA Arier sozusagen. Ich bin ja aber auch nie blond gewesen. Also die Frage ist, wie genau die Haarfarbe da? Hellbraun, dunkelblond, das ist eben ähnlich. Ja, und das könnte dann der Beitrag sein, sage ich mal. Ich kann jetzt nicht den Täter verhaften oder ermitteln so selber, aber das könnte der Beitrag sein, dass es hier zu Unrecht praktisch, ja, durch Denkfehler, da man gedacht hat, ja, die Leiche ist dort in den Kofferraum geladen worden, und wenn man jetzt dann aber feststellt, ach nee, der Tatort war ja da unten, die Leiche da unten, da macht ja ein Auto gar keinen Sinn, die kommt ja gar nicht hin. Also sagt man sich, es ist die Zeugin, kann man verwerfen. Ich würde nicht so schnell hergehen und die Zeugin verwerfen, sondern ja, vielleicht haben da alle recht, wie im Fall Rebecca Rösch. Da sind es fünf Zeugen oder was, die Polizei alle nicht beachtet, und ich sämtliche, also alle von ihnen glaube eigentlich. Und so, dass es hier auch die Zeugen tatsächlich das Auto gesehen haben und das Ganze einfach nur falsch zusammengesetzt wurde, gedanklich. Ja, und dann wäre es also eine Tat, wo die kommt da herauf, die kommt da den Berg rauf. Und irgendwo wird sie dann da, Hanna, was weiß ich, mittendrin irgendwo, dann so da rein in den Waldbereich geschleppt, offenbar. Ja, damit würde alles aufgehen. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem, was ich hier also da habe ich das Ding jetzt schon hochgeladen, weil das ist jetzt zum Beispiel so ein Detail. Ein Duo hat da jetzt vor wenigen Tagen in Hannover eine Frau vergewaltigt. Aber in diesem beschissen Aktenzeichen XY Video von diesem Fall hier haben die, also Fall Jutta Hoffmann, haben die gesagt bei Aktenzeichen XY, ja, es sei. Ach so, na, ist das jetzt auch durchgekommen, gab es keine Urheberrechtsverletzungsbeschwerde. Ja, da haben sie dann behauptet, weil es ja normalerweise ein Sextäter sei, ja, normalerweise ein Einzeltäter. Deshalb sind sie einfach davon abgegangen, von diesen Zeugenaussagen. Und so kann man das natürlich nicht machen, dass statistisch öfters irgendwie ein Sexualtäter da, dass der da öfters ein Einzeltäter ist. Und dann hat man Zeugenaussagen, die von zwei Tätern stammen, und die schiebt man einfach vom Tisch mit so einer beschissenen Begründung. Also in dem Polizeivideo von Aktenzeichen, das ist unsäglicher Schwachsinn gewesen. Aber es gibt die Möglichkeit, eben, ja, wenn die Polizei den Fundort eben da kennt, und es ist klar, da ist nie irgendwie ein Auto beteiligt gewesen, dann kam es eben zu Missverständnissen womöglich hier. Ja, gut,
Ja, also es kann dann eben sein, dass ich dieses, sage ich mal, dieses lange Video, das ich gemacht habe und das ja, wie gesagt, auch, das ist ja jetzt auch online, das Video. Das ist jetzt dieses lange Video mit 4 Stunden, dass ich das in Anbetracht der neuen Situation nicht für sich selber wieder einfach online stelle, sondern es auf nicht gelistet lasse, dann bekommt nicht jetzt jeder eine Nachricht davon, sondern nur der es über meinen Artikel oder der dieses Video, was ich jetzt mache, zuerst sieht, kann dann, oder eben, ja, wo ist es denn, oder eben über, dass ich es da einfüge, das kann ich mir dann auch, das ist dann alles, was ich gemacht habe. Seit dem Morgen, seit dem Sonntagmorgen, ist dann alles nicht mehr so zu gebrauchen, wie ursprünglich gedacht. Ja, gut, also, das nur auf dem Hinweis: da gibt es noch das 4 Stunden lange Video, aber das werde ich wohl irgendwie so ein bisschen nicht im Giftschrank. Nicht im Giftschrank verstecken, aber hinter irgendeiner Schranke, dass man es zwar findet, aber erst nachdem man andere Informationen zuerst dazu bekommen hat, so wie hier. Okay, soweit dazu.